Durch neue Gesetze geht es in der Ukraine nun an die ukrainischen Frauen. Hallo meine Lieben, es ist ein Punkt anbelangt, wie ich dir schon früher gesagt habe, es wird immer weiter voranschreiten. Sämtliche Pflegerinnen und Ärztinnen in der Ukraine sind ab heute laut einem neuen Gesetz zum Dienst in der Armee verpflichtet. Das heißt, sie dürften auch nicht das Land verlassen. Welche Konsequenzen das hat, was wir daraus schlussfolgern, all das wirst du in diesem Video erfahren. Also schau dir es auf jeden Fall von Anfang bis Ende an. Und wenn du neu auf dem Kanal bist, dann lass auf jeden Fall ein Abo da. Und aktiviere die Glocke. Es ist wirklich wichtig, die Glocke zu aktivieren. Ich sage es immer wieder. Denn so wurde es mir gesagt, dann herrscht nämlich keine Zensur oder sonstiges. Naja, probieren wir es aus. Ja, mehr können wir nicht tun. Du kannst dann selbst bestimmen, ob du etwas sehen möchtest oder nicht. Und anstatt, dass es dir einfach nicht gezeigt wird. Es heißt, Frauen mit einer medizinischen und oder pharmazeutischen Ausbildung müssen sich ab dem 1. Oktober diesen Jahres zum Militärdienst anmelden. Das war eine Befürchtung, wo ich mit einer Verwandtin von mir aus der Ukraine gesprochen habe, wo das schon angekündigt wurde, dass man möglicherweise ab Oktober auch die Frauen nicht ausreisen dürfen, wo sie wirklich sehr viel Angst gehabt hat deswegen. Und ja, es ist tatsächlich eingetroffen. Was lässt uns das schlussfolgern? Diese Maßnahmen, diese neuen Gesetze lassen doch einzig und allein schlussfolgern, dass es einfach sehr hohe Verluste in der Ukraine gibt. Ich meine, wenn man auf Frauen zurückgreift und möglicherweise, also das Schlimmste, was man einfach nicht befürchten möchte, dass man später auf Kinder zurückgreift, ja, das zeigt einfach nur diese, ich sage mal, Verzweiflung in der Form. Und deswegen sage ich, nicht, dass man auf der Seite der Ukraine ist, nicht, dass man auf der Seite von Russland ist oder hier oder sonstiges irgendwelche Nachrichten verteilt. Nein, man ist doch auf der Seite der Menschen, die gerade hier leiden. Und es geht jetzt schon an die Frauen. Wie weit möchte man das Ganze denn treiben, diese Waffenlieferungen? Oder mal vielleicht irgendwann mal sich dazu bemühen, doch für Frieden einzustehen. Aber wie gesagt, Frieden, das wird jetzt total überschätzt. Und wie Scholz gesagt hat, Frieden ist nicht gleich Frieden, also brauchen wir das gar nicht erst zu verhandeln. Und deswegen dann doch lieber Waffen, was auch immer das sein soll. Aber dann später, Jahre später, als der Krieg begonnen hat, dann zu sagen, ja gut, war vielleicht doch nicht die optimale Lösung oder es gibt schon längst eine neue Regierung und papalapa Schnee von gestern. Tja, das werden die Familien dort in der Ukraine wohl nicht so sehen. Und das wird dann einfach eine grauenvolle Zeit und wer weiß, was dann in der Geschichte darüber berichtet wird. Also, wir fahren fort. Sie erlangen, also die Frauen, damit den Status von Wehrpflichtigen für die Reisen ins Ausland, die für die Reisen ins Ausland dann dementsprechend eingeschränkt sind. Das hat die ukrainische Regierung nach dem Gesetzesantrag von dem Mitglied des Ausschusses für nationale Sicherheit, Verteidigung und Geheimdienst nun umgesetzt. Damit dürften Zehntausende Ukrainerinnen mit medizinischer Ausbildung ab jetzt nicht ausreisen. Eine befürchtete Fluchtwelle vor diesem Gesetzesbeginn hat es jetzt erstmal nicht gegeben, zumindest wurde offiziell nicht darüber berichtet. Ja, und man hört ja grundsätzlich, dass Selenskyj auch aus dem Ausland die ganzen Männer auch wieder einsammeln möchte, die aufgrund von Korruption, also von Militärbeamten dann gehen durften oder aufgrund von Korruption, von falsch ausgestellten Arztattesten dann auch die Grenzen passieren durften. Die werden jetzt auch wieder zurückgeholt, beziehungsweise mit Polen war das zumindest eine Veröffentlichung, wo gesagt wurde, dass eben Haftbefehle ausgestellt werden, wenn eben die Listen gemeldet werden von Ukrainern, die da so ins Land gekommen sind, um das mal alles zu überprüfen. Nicht nur das, auch kranke Menschen dürfen jetzt einberufen werden. Da kommen wir jetzt gleich noch dazu. Es bedeutet jetzt, dass ukrainische Frauen nur noch eigentlich mit einer Sondererlaubnis überhaupt das Land verlassen dürfen, also mit medizinischer Ausbildung natürlich, wohlgemerkt, erstmal, ja, Schrittchen für Schrittchen. Und ja, vielen Frauen dürfte eigentlich ab jetzt auch wirklich klar sein, dass sie das Land bis zum Kriegsende nicht verlassen dürfen. Und wenn man sich mal anschaut, dieses geheime Außenministertreffen, wo auch Baerbock jetzt hier glorreich dabei ist, hier wurde ja etwas besprochen, reden wir über Militärhilfen von 2024 bis 2027. Na, da sind ja die Perspektiven nicht so rosig. Gut, wenn die ukrainischen Frauen mit medizinischer Ausbildung dann doch das Land verlassen sollten, dann gelten sie
als Deserteure und dürfen als solche auch behandelt werden. Also das bedeutet, dass es wie ein Fluchtversuch dann wäre, der unerlaubt ist. Für Desertation musst du dir überlegen, kann in der Ukraine eine Gefängnisstrafe von bis zu 12 Jahren verhängt werden? Also da überlegst du dir wirklich 2-3 Mal, ob du dann wirklich das Land verlassen möchtest. Es hieß ja auch ganz am Anfang, wenn beispielsweise, also ich kann das eben so erzählen, wie meine Verwandten das auch in der Ukraine erlebt haben, wie sie es mitbekommen haben. Und am Anfang hieß es eben auch, wenn, also Männer unter 60, wenn sie dann das Land verlassen und sozusagen auch einfach Flucht begehen, dann kann ihnen auch die Staatsbürgerschaft genommen werden. Es sind viele dann wieder auch zurückgekommen. Plus natürlich muss man sagen, wo gehst du denn hin? Ich meine jetzt natürlich, Deutschland macht die Tore auf, aber im Grunde muss man sagen, hast du ja dein Zuhause trotzdem noch dort, du hast deine Familien dort, du möchtest auch nicht einfach so, sag ich mal, weg sein und vor allem, wenn dein Mann dann da bleiben darf und gar nicht ausreisen darf. Wie ist es dann als Frau? Gehst du dann mit deinem Kind, für dich selber, um dich dann zu schützen? Viele Frauen machen das nicht. Sie bleiben dann dort. Sie warten darauf, dass sie mal irgendwann wieder ein Zeichen von ihrem Mann bekommen, der vielleicht schon einberufen wurde. Die Verhängung einer Bewährungsstrafe oder eines geringeren Strafmaßes als der im neuen Gesetz vorgesehenen, wie zuvor praktiziert, ist den Gerichten mit dem neuen Gesetz seit Februar nicht mehr möglich. Also wirklich heftige Strafen dafür und wie gesagt, Strafe sorgt dafür, dass du auch Dinge dann auch einhältst. Zusätzlich hat das ukrainische Verteidigungsministerium den Kreis mobilisierungspflichtiger Personen ausgeweitet, wie ich vorhin gesagt habe. Eine aktualisierte Liste von Erkrankungen sogenannter eingeschränkt wehrfähiger Männer soll für mehr Rekruten sorgen. Auch das zeigt doch einfach nur diesen Mangel, dass jetzt gerade ein Problem ist, wenn man auf kranke Männer dann zurückgreift. Ja, dem Dokument zufolge können auch Personen mit Diagnosen wie geheilter Tuberkulose oder Virushepatitis oder Erkrankungen des endokrinen Systems mit geringfügiger Funktionsstörung sowie HIV-positive AIDS-Patienten zum Kriegsdienst einberufen werden. Ebenso auf der Liste Menschen mit leichten psychischen Störungen, neurotischen Störungen und langsam fortschreitende Erkrankungen des Zentralnervensystems. Also man greift auf Frauen zurück mit medizinischer Ausbildung und man greift auf kranke Männer jetzt langsam zurück. Wie weit soll das gehen? Das ist die große Frage, die ich eigentlich seit Beginn des Krieges gestellt habe. Und aufgrund der Aussagen, sowohl von deutscher Politiker, sowohl von ukrainischen Politikern, geht man davon aus, dass es immer weiter und weiter geht. Und ja, man schreckt gar nicht davor zurück. Diese Schlagzeilen siehst du in den westlichen Medien nicht. So, kann das sein? Darf das sein? Nö, ist egal. Das hier, macht weiter, Militärhilfe und so weiter und so fort. Das ist nämlich die einzige Lösung, scheinbar. Obwohl, wie ich schon gesagt habe in anderen Videos, dieser Krieg hätte einen Monat nach Beginn beendet werden können. Und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann ist das wirklich ein absoluter Skandal. Aber wird es zu einem Skandal gemacht? Nö. Eben nicht, denn es wird das verkauft, was die manipulierte Meinung der Menschen sein soll. Und deswegen ist es so wichtig, Kanäle wie diesen auch zu unterstützen, indem man Beiträge teilt, indem man einfach diese Informationen auch weitergibt. Das ist wichtig und das ist das Einzige, wie man in der heutigen Zeit eigentlich die Menschen wirklich aufklären kann. Ja. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie du das siehst und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye!